So, der zweite Wein ist Pinot Noir. Pinot Noir 2010 von Capsanis. Hm. Also, am besten schenkst du einen und erzählst auch was zu dem Wein. Ich meine, ist das jetzt, du kommst ursprünglich aus Heidelberg, ne? Ja. Hast du den Pinot Noir hier mit hingebracht oder ist das auf deine Kappe gewachsen oder? Nee, gar nicht. Nee, das sind 1000 Stöcke, die haben wir in 2002 so experimentell auf 56 Meter, auf 700 Meter Höhe gepflanzt. Also noch so eine Dummheit. Ja, wobei damals war das war keine geplante Dummheit, das war ein bisschen ein eigenmächtiges Tun von einem der Winzer, ja. Der hat eben die höchsten Parzellen und er dachte, er macht das mal. Wir haben damals keine Riegel vorgeschoben, wobei ich muss sagen, ich war selbst der größte Gegner anfänglich von der Idee. Ja, okay. Ich meine, Pinot Noir, Monsanto, heiße Region. Das ist nicht unbedingt das, was man sich hier vorstellt, ja. Und was hier einfach sich auch nicht klappen sollte. Ja. Aus dem Grund haben wir damals auch, als wenn man sich das Etikett anschaut, wir haben damals auch diese Markierung gewählt. Und zwar ist es die Art und Weise, wie wir die Muster für unser Labor etikettieren. Okay. Das heißt, der 2006er Jahrgang, das war damals der erste Pinot, den wir ausgebaut haben, den hatten wir damals als erstes von X Experimenten tituliert. Alles klar. Zwischenzeitlich, finde ich, ist er uns wirklich sehr, sehr gut gelungen. Okay. Also ist das wievielte Jahr jetzt, dass ihr den jetzt macht? Den 2006 war der erste, das ist der fünfte, also 5x. Der fünfte, den wird auch jedes Jahr gemacht? Oder? Die drei Barrix, die machen wir jedes Jahr. Also auch nur drei Barrix? Es gibt auch nur drei Barrix. Ja, heute gibt es einfach nur drei, Special. Vier, fünf, sechs Barrix, klar. Okay, heute ist der Special-Tag bei Capsanis. Ja. Ich bin auch sehr gespannt. Also Pinot Noir, brauche ich wahrscheinlich nicht so viel darüber zu sagen, kennt man ja. So. Bin echt gespannt. Ja, ich meine, in der Nase unverkennbar Pinot Noir. Ohne jetzt, vor allen Dingen jetzt, mich auch sehr beeindruckt, ohne jetzt fett zu sein, sondern wirklich frisch, schlank. Mhm. Ja, also wirklich, schon ein bisschen so feminin-mäßig. Klar. Nee, das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir haben allgemein bei uns, wir sind bei den Mazerationstagen, bei der Maischestandzeit, sind wir deutlich zurückgegangen, um die Weine einfach geradliniger zu bekommen. Und dann ganz wichtig, in aller Regel etwas früher gelesen. Jetzt okay. Die 1000 Stöcke, die wachsen alle auf 56 Meter Höhe. Das heißt, dadurch habe ich natürlich auch ein bisschen mehr diese Tag-Nacht und dieses Sommer-Winter, diese Temperaturdifferenzen. Aber probier erst mal, dann zeige ich noch mal was zur Struktur und was ich wirklich beeindruckend finde, auch zur Säurestruktur. Aber der Anbau funktioniert super. Man sagt ja, das Pinot Noir ist so die Diva unter den, ich sag jetzt mal, Rebsorten. Ja, sehr kompliziert. Es ist sehr kompliziert. Es ist gerade bei uns auch extrem krankheitsanfällig. Ja. Ist eine Geschichte, die unheimlich viel Feinarbeit bedarf. Da wird ja eben mehr oder weniger als ein Kleingarten gepflegt, diese 1000 Stück. Ja, er ist natürlich jetzt im Vergleich zu einem Spätburgunder aus deutschen Breitengraden, er hat schon eine rundere Frucht, ist irgendwie saftiger, die Frucht. Trotzdem wirklich sehr schlank, ohne dabei jetzt irgendwie was zu verlieren, sondern er ist natürlich auch sehr intensiv. Was hat er? So ein bisschen so Himbeere, der hat auch so Kirsche. Klar, ja. Also diese Floralnöte, dieser Erdboden, dieses ganz leicht kräutrige, aber dann ganz viel Himbeere, Johannisbeere, so diese zarten, auch ein bisschen säurebetonenden roten Früchte. Also eine Kombination aus Feingliedrigkeit und toller Frucht auch wirklich, eine runde Frucht. Also ich meine, was er natürlich hat und ich meine, da das ist nun mal einfach so, dafür dank der Sonne, jetzt in dem Fall, wäre ein bisschen weniger vielleicht auch nicht verkehrt gewesen. Er hat natürlich ein gewisses Alkoholrückgrat, ohne jetzt irgendwie brandig oder so zu wirken, aber hat ein gewisses Alkoholrückgrat. Er ist 100% trocken ausgebaut, aber er hat eine gewisse Glycerinstruktur und dadurch kriegt er natürlich so einen süßen Schmelz rein.
was dem Wein so diese Maulfülle, diesen Schmelz ja, es gibt aber auch viele Pinots, ich sage immer, aus wärmeren Regionen, die natürlich auch einen höheren Alkoholgrad haben, aber dabei auch ein bisschen auch fetter werden einfach so dieses, ne? Da habe ich auch schon einige Exemplare gehabt, so, das hat der ja gar nicht so. Ne? Klar hat der mehr Alkohol als jetzt ein Spätburgunder aus dem Franken, aber trotzdem, steht ihm sehr, sehr gut und wie gesagt, sticht er überhaupt gar nicht hervor. Nee, ne? Okay, der letzte Wein ist Kalisa. Kalisa. Kalisa ist, sagen wir mal, einer von drei Terroirs für den Cabrida. Den fast, von vier. Von vier. Vier? Das waren doch früher drei, oder? Okay. Nicht in jedem Jahrgang kam der Panal rein, aber normalerweise ist es vier hier. Okay, schenk du ein. Cabrida, wie gesagt, wo ist mein Glas? Hier. Ist immer 100% Garnacha. Cabrida ist 100% Garnacha. Und und Kalisa ist von der Lage her, vom Terroir, ist es dieses, da muss ich aber jetzt nochmal tief Krübel in mich reingehen. Das ist der kalkhaltige Boden. Genau. Okay, dann ist das, dann sieht man auch hier schön in den Bildern, weil da habe ich nämlich gestern sehr viel aufgenommen. Das sind ja wirklich Soldaten, die da stehen. Mm. Das ist, wie alt sind die Rebstöcke teilweise? Ja, die Geschichte ist, bei uns im Dorf war der Reblaus so zwischen 1905 und 1908. Ja. Und was danach eben wieder neu bepflanzt wurde, aus der Zeit haben wir glücklicherweise noch ein paar Stöcke. Also das sind jetzt zwischenzeitlich ja 105 Jahre alt. Wahnsinn. Cabrida ist 100% Garnacha. Ja. In zwei Jahrgängen, im 2.6er und jetzt im 2.10er, haben wir eine Bodenpartie, also nur die Kalkböden, getrennt ausgebaut. Davon gibt es jetzt vier Barriques. Okay. das heißt Cabrida Kalisa, Kal, also die Kalkgeschichten. Wir haben uns damals für den Boden entschieden, aus zwei Gründen. Erstens, weil er gut für 60% hier in Capzahne steht. Und zweitens, um auch Monsanto so ein bisschen von seiner Typizität gegenüber dem Priorat mal zu zeigen. Ja, genau. Weil da habe ich wirklich so die zwei Welten. Ja, absolut. Ich meine, Priorat, Schieferboden, dieses Licorella, den Boden habt ihr auch, diesen Schieferboden? Wir haben auch Licorella. Licorella macht bei uns so 15-20% aus. Ja. Der große Unterschied ist ganz einfach, Licorella, das sind sehr dunkle Böden, mit einer extrem geringen Wasserrückhaltung. Ja. Die Böden heizen sich extrem auf. Ja. Ja. Und was ich natürlich merke, ist, Priorat steht in aller Regel schon für diese etwas dunkelfruchtigere Note. Ja. Weine, die im Alkohol recht hoch sind. Ja. Obwohl da auch momentan, finde ich, so jetzt ein Wandel stattgefunden hat. Es gibt eine gewisse Umorientierung, ja? klar. Aber das ist jetzt für Thema für das, da könnten wir Stunden drüber uns unterhalten. Kalk hat natürlich einen Vorteil, speichert sehr gut Wasser. Klar, ich habe also bei uns das große Problem, ich meine jetzt die Tage, toi toi toi, wir haben Glück gehabt, das ist wirklich sehr viel geregnet. Es ist jetzt, also jetzt im Februar sind bei uns 150 Milliliter runtergekommen, das entspricht bei uns ungefähr ein Drittel der Jahresmenge. Wahnsinn. Das heißt, aus dem Grund ist zumindest der Grundwasserspiegel wieder einigermaßen okay. Aber wir haben natürlich im Sommer, Juni, Juli, August, September, wir haben vier Monate, wo also in aller Regel kein einziger Tropfen fällt. Okay. Aus dem Grund ist es ganz geschickt. Was für mich noch geschickter ist, also noch wichtiger ist bei den Kalkgeschichten, die Hitze wird einfach reflektiert. Ja. Ja? Die Böden heizen sich nicht dermaßen auf. Ich habe eine viel schönere Tag-Nacht-Temperaturdifferenz. Die Frucht ist klarer, ist kühler von ihrer Art her und ist viel filigraner, ist viel schlanker, hat auch eine deutlich höhere, also durch diese verhaltene Note kommt auch diese Mineralität, diese schon fast so was dezent Salziges kommt sehr, sehr schön mit durch. Okay, also vom Ausbau her muss man jetzt gar nicht so viel sagen. Das ist jetzt, ich meine, klar, look at this. Ja, wobei das ist jetzt in dem Fall nicht stimmig. Ja. Also den Wim Blanc und den Pinot, den haben wir in 220 Liter ausgebaut. Ja. Garnacha bauen wir jetzt in letzter Zeit, also vor ein paar Jahren haben wir das schon umgeändert. In größeren Fässern? In 300er und bevorzugt in 500 Liter aus. Und auch nicht, also der neue Anteil Barrique liegt hier so bei 10-15%, also maximal. Also wir möchten Frucht. Datum okay, ich bin gespannt. Also Farbe, ja, tolles Granat, rot, sehr schön und von der Nase her,
ist natürlich, ich liebe diese also subtile so Finesse, Eleganz, dieses feingliedrige Frucht, ja, sehr saftige Frucht, so, ohne bei jetzt wirklich fett zu wirken. Ich meine, dann haben viele Weine in Spanien, sind einfach total so massig. Das ist wow. Ja. Also was ich bei dem Wein, ich habe jedes Mal immer wieder das Gefühl, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen dumm an, aber ich habe wirklich so das Gefühl, als ob ich Gänsehaut kriege. Okay. Das ist der geht mir wirklich durch alle Glieder durch. Das kann ich gut nachvollziehen. Das sieht man bei meiner Kopffrisur jetzt nicht so gut, aber so. Was ich hier dran wirklich mag, ist, und da haben wir auch über die letzten Jahre, denke ich... Wahnsinn. Jürgen, wirklich, habt ihr einen tollen Wein hingezaubert. Diese wirklich saftige Frucht, dieses wirklich tolle Tannine. Also, ja, so ganz feine hochwertige. So mürbige Tannine, das ist wirklich... Das ist so. Genau, und dieses ist ja 100% Garnacha. Ja? Hm. Also, ich finde, das kommt dem Wein sehr gut... Ja, das ist einfach hervorragend, weil es ist so, er hat eine kompakte Frucht, er hat keine ausladende Frucht, aber eine sehr runde Frucht, die er hat total viel diese rote Waldbeeren, schwarze Waldbeeren, also so dieses saftige, unheimlich gut, tolle, tolle Länge, also es ist genau mein Wein. Danke. Bitte, bitte. Ja. Nee, ich denke, was du eben gerade gesagt hast mit dem, er hat keine ausladende Frucht, das haben wir geschafft. Also wir haben im anderen Keller oben, ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast gestern, wir haben eine Befeuchtungsanlage und eine Klimaanlage vor 3 Jahren eingerichtet und arbeiten dort mit Luftfeuchten zwischen 90, 92, 93% und auch das ganze Jahr über mit Temperaturen um 12, 13, 14 Grad. Auch teilweise ein bisschen niedriger, aber plus minus 12 Grad. Um einfach die Barriques zu verschließen über die Luftfeuchte, damit so wenig wie möglich Sauerstoffaustausch erfolgt. Und dadurch halten wir einfach die Frucht ganz klar, die ist ganz präzise. Wow. Und da ist null Oxidation drauf. Nee. Und das ist eben das Problem, was Garnacha ganz oft hat. Garnacha kippt oxidiert so schnell, ne? Leicht. Ja, das ist das Große. Ja. Und wenn ich mir jetzt den Spaß machen würde, den Pinot noch mal vorholen, dann wird mir sehen, ich meine, es gibt ja ein paar, die sagen, dass das Grenache, Garnacha, der Pinot Noir Südeuropas wäre. Okay, ja. Und jetzt habe ich einfach, ich habe da ganz klar ein paar Parallelen. Also ich habe das jetzt, hatte hier vor kurzem auch das Interview mit Alvaro aus dem Priorat und hatte bei jemandem auch, er setzt ja sehr viel auf Garnacha und ich habe für mich die Feststellung gemacht auch, dass dieses Garnacha irgendwie so ein bisschen auch teilweise manchmal so burgundische Züge annehmen kann, hier. So, und das finde ich jetzt hier auch lustig, dass du das jetzt wieder sagst. Ja. Finde ich, kommt absolut, Klar. Nee, ich denke gerade bei dieser Folge, die wir jetzt haben, mit dem, wir haben jetzt zwei Garnacha getrunken und ein Pinot. Ja. Wobei der erste natürlich als weiß ausgebaut wurde. Ja. Aber wenn ich jetzt das Spielchen mache, den ersten, die frische, dann diese Waldbeeren, diese rote Frucht vom Pinot und hier, da sind ganz, ganz deutlich Parallelen da und das finde ich einfach das Spannende dran. Also Jürgen, vielen Dank. Wie sagt der Herr Spanier? Suerte. Und wirklich, schätze, dass du Zeit für mich gehabt hattest, trotz Jetlag und so. Und war sehr, sehr spannend, wieder viele Entdeckungen auf Cap Sanes, Sachen, die ich vorher noch gar nicht gekannt hatte. Und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen so einen Einblick haben können von Cap Sanes, von den neuen Sachen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.